Wir haben jetzt noch einen Talk vom Thorsten. Thorsten ist auch ein Kollege von uns. Und Thorsten ist die gute Seele der Nachwuchserziehung, könnte man sagen. Ja, das beginnt schon in der Schule, geht dann weiter in den Hochschulen, wo Thorsten sehr umtriebig ist, um letztendlich Kindern und Jugendlichen auch Programmieren näher zu bringen. Und was wir da so machen, wo ihr gerne natürlich auch mit einsteigen und unterstützen könnt, das wird der Thorsten euch jetzt vorstellen. Danke, Paul. Thorsten. Danke. Hallo, ich bin der Thorsten. Ich bin seit 17 Jahren bei Serbet Media und irgendwann kamen wir auf die Idee, naja, wir brauchen ja auch Nachwuchs in den fachlichen Gebieten. Jetzt könnte ich auch so ein Buzzword nehmen wie Fachkräftemangel. Ja? Jeder von euch hat ja auch irgendeinen Weg, wie er zur Entwicklung gekommen ist. Unterschiedlich Ausbildung, Selbststudium, Studium, keine Ahnung. Und wir haben gedacht, naja, wir versuchen schon frühzeitig damit anzufangen. Kennt von euch jemand das Event programmieren.de von Serbet Media? Niemand? Nicht mal die Serbet Media Mitarbeiter, die ehemaligen? Nein? Genau. Ja, siehst du, danke schön. Okay. Ihr dürft jetzt nicht so einen technisch herausfordernden Talk erwarten, wie eben gerade die beiden anderen. Wir möchten euch eigentlich nur zeigen, was wir machen. Hat auch nichts mit Google zu tun. Seht es also als Werbeblock an, der so zwischen den einzelnen Talks ist. Wir haben uns irgendwann mal überlegt, naja, wir wollen schon frühzeitig dafür sorgen, dass unsere Entwicklungsteams auch Nachwuchs bekommen. Gehen wir hier an die Hochschule oder die Hochschulen in der Region, greifen dort Studenten im ersten, zweiten, dritten, vierten Semester ab, dass sie relativ lange schon während ihrer Studienphase bei uns sind und wir quasi zum Ende des Studiums nur noch sagen können, ah, alles klar, schreib doch gerade noch die These hier und danach machst du direkt einen Berufseinstieg bei uns. Dann haben die sofort einen super Einstieg und wir haben Mitarbeiter, die wir nach unseren Wünschen ausgerichtet haben. Dann sind wir irgendwann auf die Idee gekommen, ach, lasst uns doch noch an Schulen gehen, weil dann können wir die ja schon viel früher abgreifen und die Schülerinnen und Schüler, die entscheiden sich vielleicht schon frühzeitig, ah, ich gehe in diese Informatikrichtung, weil da kann ich irgendwann mal viel Geld verdienen, denn die Informatiker sind ja begehrt im Moment. Und ihr alle merkt es, dass die Technik ja immer mehr wird und wir alle immer mehr und mehr, gut, wir vor allem in der Branche, mit digitalen Sachen zu tun haben. Die Schulen haben das leider noch nicht gemerkt. Wer vielleicht von euch Kinder hat und dort mal in einem PC-Raum war, das ist erschreckend. Eine Lehrerin als Beispiel hat mal zu mir gesagt, kommen Sie bitte so eine Viertelstunde oder so eine halbe Stunde vorher, dann machen wir schon mal alle Rechner an, dann sind die hochgefahren, wenn da die Schulstunde offiziell beginnt. Und das ist leider an ganz vielen Schulen so. Deswegen erster Punkt, den Serbet Media macht, den ihr vielleicht auch machen könnt in euren Unternehmen. Wenn ihr irgendwie für euch alte Hardware habt, spendet die doch Schulen. Die freuen sich über sowas. Denn das erste Foto, was ich euch zeige, das ist noch relativ gut, ganz nett zu sehen, wie da die Ausstattung ist. Da sieht man zumindest schon mal Flachbildschirme. Ja? Man sieht noch, man sieht es irgendwie schlecht wegen dem Bild, aber man hat noch diese großen Desktop-Kisten da rumfliegen. Wir spenden zum Teil unsere alten Laptops, damit die da mal ein bisschen vorankommen. Und was machen wir jetzt eigentlich bei programmieren.de? Wir versuchen natürlich, die Schülerinnen und Schüler schon mal abzugreifen und denen alle in einem Rhythmus von alle zwei Wochen hier auf den Tischen mit Online-Kursen die Programmierung näher zu bringen. Da nutzen wir zwei Plattformen. Kennt jemand code.org? Nein? Codecademy.com? Ja, okay, sehr gut. Okay, code.org geht nochmal eine Stufe zurück. Wir machen auch gleich ein, zwei Beispiele, dass ihr das seht. Der Wunsch nach diesem Talk hier ist, dass ihr einfach ein paar Impulse mitnehmt und vielleicht in euren Unternehmen dafür sorgt, dass man darüber nachdenkt, ob man sowas wie bei uns, programmieren.de, machen kann. Oder vielleicht, wenn ihr Kontakte zu Schulen über eigene Kinder oder Nichten, Neffen oder sonst wen habt, da auch mal so ein bisschen zu bohren. Hier, da gibt es Unternehmen, die wollen euch sogar unterstützen, kostenlos, dass ihr da eine Schüler-AG oder das mal mit in den Mathe oder in den technischen Unterricht mit reinnehmt. Daneben bieten wir dieses Event bei uns hier an, wo man alle zwei Wochen solche Kurse machen kann. Und da sagen wir den Eltern zuerst, die kommen dann und sagen dann, ja, der kann schon HTML und CSS und JavaScript hat er auch schon gemacht, mein Sohn. Und dann steigen wir doch mal direkt ein, der soll eine Webseite für mich programmieren, für meinen Lernenden. Nein, 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 wir gehen mal einen Schritt zurück, denn jeder von euch weiß, bevor die erste Zeile Code geschrieben wird, machen wir natürlich auch ein bisschen Konzeption. Und wir hatten das auch als Projekt mal gemacht, die Fußball-WM stand ja an. Und dann haben wir gesagt, alles klar, liebe Kids, ne? Bin gerade ein bisschen unfähig so. Liebe Kids, lasst uns doch erstmal brainstormen und sammeln. Was braucht man denn alles für so eine Webseite? Ja, und dann haben die uns auch angeguckt, hey, ich will doch jetzt programmieren, ich will doch jetzt hier Codezeilen schreiben. Und dann haben wir mit dem so ein bisschen Brainstorming gemacht, wie wir das hier in unseren agilen Entwicklungsmethoden gelernt haben und haben aufgeschrieben, was braucht man denn für so ein Fußball-Orakel? Die Ländernamen aufgeschrieben, die Flaggen und so weiter. Und was ich viel lustiger finde, was dann daraus entstanden ist,
Es ist dann so ein erster Entwurf von einem der Teilnehmer, der dann gesagt hat, ja, okay, ich habe hier irgendwelche Reiter da oben und die Webseite sieht so aus, sie sieht dreispaltig aus. Jetzt kommt's, die hat auch eine Werbespalte, also die 10-, 12-Jährigen, die wissen schon, da muss irgendwie Werbung geschaltet werden, damit man irgendwie Geld mit der Webseite verdienen kann. Jetzt wird es leider noch schlimmer, ja, denn unten, da kommt dann der Live-Ticker und hier, ah, es gibt auch einen Cookie-Banner, den muss ich hier mit okay betrachten. Also es ist von einem 12-Jährigen, wo ich dann dachte, oh mein Gott, die arme Jugend, ja, die weiß schon, was alles in die Webseite rein muss. Sonst gibt es hier DSGVO-mäßig Probleme, das wollen wir ja nicht. Und als wir das dann gemacht haben, haben wir gesagt, jetzt probieren wir auch mal so eine Webseite zusammenzubauen. Und nachdem die ersten Grundlagen in der Webentwicklung gemacht haben, sind wir dann zu folgendem Ergebnis gekommen, was die Kids programmiert haben. So ganz grob haben sie so eine Webseite gebaut, die eine Navigation oben hat und dann die Spielpartien da an, beziehungsweise die Gruppen und die Spielpartien, die anstehen, per JavaScript noch so einen Zufallsgenerator, der auch auf Tipico zugreift und die Sportwetten sich von dort holt und dann sieht man ja, wenn hier irgendwie, ist jetzt nur ein Screenshot, kann ich leider nicht neu laden, aber dass dann die verschiedenen Länder halt gegeneinander unterschiedliche Quoten haben und die Zufallszahlen dementsprechend dann nochmal multipliziert werden, das Logo noch mit reingeknallt und so weiter. Das ist so, was wir als Grundlage für die Schülerinnen und Schüler erreichen wollen, dass sie auch was Greifbares haben. Das geht mit den Webprogrammiersprachen HTML, CSS und JavaScript sehr schnell und sehr einfach. Viele, die dann ein bisschen fortgeschritten sind, so die 13-, 14-, 15-Jährigen, sagen, na alles klar, wir wissen schon, dass Java die Sprache im Moment ist, lass mich doch da mal was machen. Da ist es ab und zu mal ein bisschen schwieriger, irgendwas, du, nein, ist es nicht so? Der Marco ist der andere Ansicht. jedenfalls, wie lernen die diese Sprachen? Und die beiden Seiten, die ich eben schon genannt habe, die möchte ich euch ganz kurz zeigen. Und dann sind wir mit dem Talk auch schon durch. Code.org ist auch wieder eine kostenlose Plattform in verschiedenen Sprachen verfügbar, wo die Kinder spielerisch mit Blockify oder Scratch, das sind bestimmt Begriffe, die der ein oder die andere von euch schon gehört hat, wo man dann einfach sagen kann, alles klar, bring mich mal nach Westen, juhu. So mit Bausteinen ziehe ich mir dann die einzelnen Elemente dahin, führe das aus und dann bewegt sich auch der Red darüber. Dann sagen die Eltern sagen zuerst, naja, sollen die jetzt bei euch den ganzen Abend hier irgendwelche Spiele spielen? Nein, natürlich nicht. Wenn wir mal ein Stückchen weiter vorspringen, sehen wir dann auch hier bei Biene Sequenz, wo ist die Schleife? Ah, da unten sind die Schleifen, genau. Bei Schleifen wäre das jetzt so, alles klar, ihr kennt es schon, ach Mist, jetzt muss ich fünfmal diesen blöden Baustein nach Osten machen, bis dieser Red dann endlich zu diesem Schweinchen hinspringt und dann auch das Ergebnis erzählt. Ihr alle wisst, worauf ich hinaus will, wir lernen jetzt die Schleife. Ja, in der nächsten Aufgabe lernen wir dann, liebe Kids, das geht auch viel einfacher. Wir haben hier das erste Programmierelement, nämlich eine Schleife. Wiederhole die doch fünfmal und bewege dich dann nach Osten. Zack, und schon haben wir so ein bisschen Logik gepaart mit Programmierelementen, wo wir den Kindern beibringen, logisch zu denken. Und das ist es ja eigentlich, was wir Entwickler tagtäglich machen. Wir müssen irgendeine Logik umsetzen, um das den Kindern dann auch nochmal anschaulich zu machen. Ich hoffe, man kann es einigermaßen lesen. Da ist dann auch die Vorschleife, wo wir den auch nochmal erklären können. Guck mal, das hast du eigentlich programmiert, beziehungsweise hinter den Buttons, die du da hin und her geschoben hast, sind Funktionen, Anweisungen hinterlegt. Und so lernen die spielerisch diese einzelnen Komponenten, um dann irgendwann auf die andere Plattform zu gehen. Codecademy, die haben ja eben schon einige genickt. Codecademy ist eine Plattform, auf der man verschiedene Sprachen von Grund auf lernen kann. Fangen wir mal auf der Startseite an, da gibt es einen Katalog und da nur ganz grob der Teil hier oben, da sind einige Sprachen, die euch bekannt vorkommen sollten, die kann man alle von Grund auf lernen. Bei den Kindern ist es, die sind total, benutzt das total intuitiv und sind überhaupt nicht, haben gar keine Berührungsängste, auch was die englische Sprache angeht, denn hier ist es so, dass der Aufbau, den habe ich hier drüben, der ist immer in, die Sprache ist immer in Englisch, beziehungsweise es gibt sie nicht in Deutsch, es gibt noch ein paar andere Sprachen, die nutzen da ganz fix einfach einen Google Translator oder ein anderes Translator-Tool, um sich das übersetzen zu lassen. In der linken Spalte ist immer die Beschreibung, was lernst du denn gerade? Dann gibt es einen Anweisungsblock, was soll man machen? Ah, da soll man hier irgendwas dazwischen schreiben, zwischen die Tags, die ich gleich lernen werde. Und dann drücke ich auf Run und dann taucht auf der rechten Seite das Ergebnis auf. Taucht nicht auf, sehr schade, warum? Und dann müssen die kein anderes Tool benutzen. Also wir haben nichts mit Compiling und wir haben nichts mit externen Tools in verschiedenen Fenstern. So, Wiesbaden, wunderbar.
Und erst wenn man die Aufgabe erledigt hat, dann kann man auch zur nächsten Lektion und wandert Stück für Stück durch die einzelnen Lektionen durch. Fazit von uns, wir machen das jetzt seit 4 Jahren ungefähr, jeden zweiten Donnerstag, weiterhin kostenlos. Toll ist so eine Win-Win-Situation aus Mitarbeitersicht, denn für uns ist es Arbeitszeit. Wir tun damit was Gutes. Wir betreuen viele der Teilnehmer, die tatsächlich schon 3 oder 4, die kompletten 4 Jahre da sind. Einer davon war sogar dann mal ein Schülerpraktikant bei Seibert Media. Vorsicht an der Stelle, wir nehmen keine Schülerpraktikanten mehr, muss ich gleich sagen. Die haben sich dann auch dafür entschieden, im privaten Umfeld Projekte umzusetzen. Es gibt da verschiedene Kollegen, die das auch betreuen, wo wir dann jetzt auch gesagt haben, wir wollen jetzt mehr in den IT-Sektor gehen, dass wir sagen, hier, wir lernen mal weg von Windows, was die meisten Leute dann doch noch zu Hause haben. Und dann setzen sie hier auch mal ein Ubuntu auf oder konfigurieren das. Also die IT-Sparte ist noch relativ neu bei programmieren.de, aber das ist völlig offen, in welche Richtung das gehen soll. Hintergrund ist einfach der, wir wollen neben der Schule, weil das an den Schulen noch sehr lange dauert, bis da die Informatik ein bisschen mehr gepusht wird, einfach selbst dafür sorgen. Ja? Aufpassen, wir wollen jetzt nicht die Azubis vom Jahr 2025 schon mal vorbereiten. Wir freuen uns natürlich, wenn irgendjemand den Weg zu Seibert Media findet, aber wir wollen einfach so ein bisschen die Informatik oder das ganze Digitale vorantreiben, weil es an den Schulen dann doch ein bisschen vernachlässigt wird. Und dazu nutzen wir Tools, die online kostenlos verfügbar sind. Und das wollen wir euch eigentlich mit diesem Talk nur so ein bisschen näher bringen. Gibt es Fragen dazu? Ja, gibt es noch einen Mikrofonmenschen? Er hat's. Nee, die sonst hören. Vielleicht hört noch jemand zu oder guckt noch jemand zu. Sehr gut. Die wollen auch rein, ja. Ich habe mich extra beeilt, dass wir viel Zeit für Fragen haben. Hinten waren 2 Fragen. Wo war's? Dieses Code.org, ja. Wurde das von Pädagogen entwickelt oder von Entwicklern? Also, was ist da der Hintergrund? Boah, jetzt hast du mich erwischt, das kann ich gar nicht beantworten. Das müsste man selbst auf der Code.org-Seite nachgucken. Ich weiß, dass dort große Namen hinten dran stehen, die einfach Geldgeber sind. Es gibt zwischendrin auch ein paar Videos, die dann erklären, warum diese Plattform das macht. Da sieht man dann mal Microsoft oder Facebook, wo dann die Eltern auch immer sagen, oh, Vorsicht, wenn ich mich da ja registriere oder mein Kind registriert sich da mit der E-Mail-Adresse, was passiert mit den Daten? Ich kann jetzt leider nichts zu pädagogischen Hintergründen oder so sagen, das weiß ich leider nicht, tut mir leid. Okay. Ja. Noch eine Frage? Ab welchem Alter ist es denn? Ja. Oder wie sind denn die Erfahrungen von den Klassenstufe oder Alter? Mhm. Also bei den Kursen, die man hier jetzt sieht, da geht es hier los mit 4 bis 6 Jahren. Wir können ja auch mal kurz reingucken, geht auch sehr schnell. Die erste Aufgabe ist tatsächlich in diesem Schaubild einfach nur diesen Schwamm da oben zu dem Schatz zu bringen. Also man muss nur auswählen können, die Buttons sind auch extra groß, dass man die auch als 4- bis 6-Jährigen da einsetzen kann. Oder ein bisschen später geht es dann um Drag and Drop, das lernt man glaube ich hier. Genau, bewege das hier. Da haben wir auch gemerkt, wir hatten die Problematik, dass nicht das Alter, sondern die Aufmerksamkeitsspanne ein Problem war. Wir machen das immer 1,5 Stunden, jeden zweiten Donnerstag. Und so einen 6-Jähriger oder eine 6-Jährige, da ist so eine Viertelstunde okay. Und dann wird es irgendwann langweilig. Ja. Und hier ist es so, jedes Kind ist auch unterschiedlich, das haben wir auch in den Grundschulen gemerkt, da gibt es natürlich die Kids, die schon ganz viel mit technischen Geräten gemacht haben, meist irgendwie Mobilgeräten und dann mit der Tastatur und der Maus noch Herausforderungen haben, und dann gibt es die Kids, die noch fast gar keine Berührung damit haben, die haben tatsächlich mit Drag and Drop schon arge Probleme. Und da muss man selbst von Kind zu Kind entscheiden, wenn das eigene Kinder jetzt betrifft, wo man da anfängt. Ich würde noch ganz kurz ausholen bei dem Punkt, was das Alter ist. Wir hatten dann an Grundschulen sind ja hauptsächlich Lehrerinnen, ja. Die haben dann auch alle erstmal sind auf die Barrikaden gegangen und gesagt, ja, die sollen erstmal lernen, mit einem Stift umzugehen und ordentlich zu malen und zu schreiben. Deswegen machen wir das auch frühestens in den 3. und 4. Klassen. Das war zumindest so unsere Erfahrung. Und auch die Eltern waren quasi auch am Anfang erstmal so ein bisschen dagegen. Die spielen zu Hause oft genug am Tablet oder am Handy. Ja? Was sollen die da jetzt auch noch im Unterricht spielen? Und da müssen wir auch immer gucken, wie kriegen wir die Kurve, dass wir denen sagen, naja, wir machen hier keine Spiele, sondern wir versuchen Logik zu vermitteln und Programmierelemente langsam den Kindern beizubringen. Also da haben wir wirklich auf massive Proteste gestoßen. Deswegen sollen bitte die Eltern selbst entscheiden, ob die Schülerinnen und Schüler in diese AGs reingehen oder ob sie das zu Hause weiterführen. Und wann, um zu der Frage zurückzukommen, wann ihr damit startet, das muss man von Kind zu Kind dann auch entscheiden.
Aber das heißt, ihr seid auch in Grundschulen unterwegs? Ja, wir sind auch in Grundschulen. Wir sind jetzt auch zufälligerweise an der Grundschule, wo die Kinder von dem CEO von Cybert Media hingehen, weil der da irgendwie ein großes Interesse dran hat. An der RDS in Nauroth sind wir aktiv. Da ist jetzt ein Schüler-AG draus geworden. Normalerweise sieht unser Konzept vor, dass wir anbieten, dass wir in eine Mathe-Klasse oder in eine Technikunterrichtsklasse reinkommen und die Schülerinnen und Schüler mit uns in den PC-Raum dürfen und dann diese Kurse mit uns ein oder zwei Schulstunden machen. Und wir kommen an, unser Plan ist, dass wir viermal hinkommen, um den Lehrer, den Betreuern auch zu zeigen, wie das Ganze funktioniert. Jeder Erwachsene hat ja hoffentlich erkannt, dass man das ganz schnell erlernen kann, vor allem für die Grundschüler diese Aufgaben. Und bei den ersten zweimal sind wir mit eins oder zwei Cybert Media Mitarbeitern vor Ort, um auch alle abzudecken, weil das meistens so Schulklassengruppen 20 bis 25 Schülerinnen und Schüler sind. Und das dritte und das vierte Mal ziehen wir uns immer mehr zurück und sind nur noch so ein Schatten, der anwesend sind, dass wir auch den Lehrern quasi den Lead überlassen und dann sind wir auch eigentlich schon wieder weg. Manche Schulen können dann entscheiden, okay, wir machen das selbst und andere sagen, ach, habt ihr nicht noch vielleicht einen Tutor an der Hand, den ihr uns geben könnt, weil wir wollen da eine AG oder ein regelmäßiges Event draus machen. Dann zapfen wir unsere ganzen Kanäle an, wir sind sehr gut vernetzt mit den Hochschulen hier in der Region und da finden wir immer irgendeinen, also bisher haben wir immer einen Studenten oder eine Studentin gefunden oder sogar jetzt eine Mitarbeiterin, die sagt, die macht das noch neben der Arbeit, um da auch Kontakte herzustellen und dann aber trotzdem die Schule mit diesem Tutor oder der Tutorin alleine zu lassen, um einfach nur den Impuls zu setzen. Noch eine Frage? Ich kannte bisher nur das Scratch, das ja, ja, glaube ich, auf der Website von MIT läuft. Und ist dieses Code.org jetzt sozusagen nochmal ein Wrapper um Scratch, dass man einige Aufgaben mit Scratch lösen kann? Und es gibt dann nochmal diese deutschen Erklärungen dazu und auch nochmal, so würde das als Code in irgendeiner beliebigen Sprache aussehen? Genau, also hier ist es so, hier werden nur diese Blöcke benutzt. Es gibt noch ein paar Teilaufgaben, wo so logische Fragen sind. Du hast drei Szenarien links und hast drei mögliche Lösungen, die musst du dann nur per Drag and Drop hin und her schieben. Aber das ist jetzt kein Wrapper um irgendwie Scratch nochmal drumherum, sondern die nutzen einfach nur diese Technologie hier, um die Aufgabenstellung umsetzen zu können. Das ist jetzt nichts, wo es noch tiefer geht. Später haben wir haben ja diese Blöcke bei dem Angry Birds gesehen. Genau die werden benutzt und da sind halt nur andere Begriffe dann drauf. Mehr passiert da nicht. Und diese andere Website, die du gezeigt hast, ja. Code Academy. Code Academy. Code Academy. Ja. Hat die als Zielpublikum trotzdem Kinder und Jugendliche? Nein, also tatsächlich ist es hier so, erstens mal die Sprache Englisch, die wird bei den Grundschülern, wäre dann schon zu viel eigentlich des Guten. Hier ist es so, dass es Jugendliche und Erwachsene ansprechen soll, die mit kostenlosen Kursen Grundlagen der Entwicklung sich aneignen können. Ich warne immer davor, dass diese Kurse keine Ausbildung oder sogar kein Studium ersetzen. Es geht tatsächlich darum, wirklich nur Grundlagen zu erlernen. Hier in dem ersten Kurs, wir können ja mal gucken, der besteht aus 16 Lektionen, sieht man unten. Wenn wir mal in die letzte vorspringen, dann sieht man auch, was ich in dem Kurs gelernt habe. Ich habe eine Webseite gemacht, die nur aus Text besteht, nichts mit Spalten, Überschriften sehe ich, sehe Aufzählungslisten, juhu, da ist mal ein Bild und noch ein Video eingebunden, fertig. Das ist die erste Lektion, das sind so die Grundlagen. Es gibt natürlich noch weitere Aufgaben da hinten dran, die das Ganze noch ein bisschen mehr pimpen und wir ein bisschen CSS lernen und auch CSS-Layouts, aber eine ganze Webseite damit machen kann danach niemand. Also das ist nur wirklich, um so einen Einstieg zu bringen und wenn irgendjemand sagt, er möchte jetzt wirklich noch intensiver sich damit beschäftigen, dann muss man andere Quellen anzapfen. Als Beispiel noch, wir von Cybert Media sind auch an der Hochschule Mainz, der Paul und ich haben da Vorlesungen, weil wir haben uns beschwert vor 3 Jahren, dass die BWL-Studenten, die sich bei uns bewerben, technisch überhaupt nichts drauf haben und wir halt Software verkaufen. Ja, dann haben wir gesagt, das passt irgendwie nicht und die Dekanin war so schlagfertig und hat gesagt, ja Herr Groß, dann machen Sie doch einfach eine technische Vorlesung. Ja, und dann habe ich jetzt die Ehre, seit 3 Jahren mit BWL-Studenten diese Kurse zu machen. Und ich muss es leider sagen, es ist eine Katastrophe, wie die jungen Studenten eine Tastatur bedienen. Ja? Muss man einen Schritt zurückgehen, wir sind ja hier Techniker und schlafen mit den Geräten quasi ein, aber so Tasten wie Control oder Alt, die kennt niemand, ja, oder die typische Taste, die Groß- und Kleinschreibetaste, ja, Shift oder Umschalt, ja, Backspace, markier mal ein Wort, ja, die Maus erstmal suchen, wo ist die, und dann das Wort markieren, Doppel- und Dreifachklick kennen die gar nicht,
Da gucken wir, ja, es ist erschreckend, müsst ihr mal machen. Sehr, sehr lustig. Aber dafür haben sie auch BWL gewählt, ja, dass sie nicht keinen technischen Studiengang haben. Und das wollen wir eigentlich auch mit diesen Kursen erreichen. Wir wollen die Bedienung des Gerätes auch Kindern oder Jugendlichen oder Erwachsenen näher bringen, weil jeder muss von uns mit den Sachen noch arbeiten. Ja. Den BWL-Studenten erzähle ich auch immer, ich erwarte nicht, dass ihr danach, nach dem halben Jahr, nach dem einem Semester eine Webseite programmieren könnt, aber ihr habt hoffentlich bessere Möglichkeiten, eure Hausarbeiten in anderen Vorlesungen zu machen. Ihr wisst, wie ihr mit Textdokumenten umgehen könnt und wie ihr wortweise springen und löschen könnt und wie ihr alles markiert mit Steuerung A und nicht mit Maus markieren und runter, fertig. Das sind so Kleinigkeiten, wo wir einfach sagen, wenn wir den Kindern und Jugendlichen das näher bringen, dann haben wir schon gewonnen. Da muss keine Programmiererin oder kein Programmierer rausfallen, sondern PC-Bedienung. Vielleicht sollten wir es auch so umbenennen. Noch Fragen? Gut, dann vielen Dank und ich hoffe, es gibt vergleichbare Kurse.